gesehen, also ein paar schicke Mannschaftsbusse, vor allem für den BVB, aber auch für den HSV und auch für den ersten FC Bayern München. Die haben gerade erst vor 2 Wochen ganz feierlich ihren neuen Bus bekommen, ihren neuen Mannschaftsbus. Und Bastian Schweinsteiger scheint so begeistert davon zu sein, dass er am 1. Oktober persönlich hier bei uns vorbeikommt. Also lohnt sich nochmal auch für Sie nochmal vorbeizukommen, um sich bei uns zu betanken. Also er wird hier am 1. Oktober auf der Bühne sein. Was Sie aber auch sicherlich gesehen haben, ist, dass MAN auch Partner für die Truck Race, für die Truck Trial ist oder für die Truck Rally. Und ich hatte das vorhin eben auch schon angekündigt im Laufe des Tages. Er war auch heute Morgen schon mal hier. Wir haben den 5-fachen Europameister da, der eben mit seinem LKW von MAN 5-mal diesen Titel geholt hat. Und mit ihm würde ich gerne über die Truck Trial sprechen und ihn näher bringen. Großen Applaus und herzlich willkommen für Marcel Schott. Hallo zusammen. Hallo Marcel. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach direkt an und erklären mal für jeden, der es vielleicht noch nie gehört hat, der gerade die Bilder zum ersten Mal gesehen hat, was ist Truck Trial? Genau, ihr habt also kurz auf den Bildern gesehen, also ein fahrender LKW im Gelände. Aber es ist nicht nur einfach sinnloses Rumfahren im Gelände, wir haben da Sektionen angesteckt. In den Sektionen stehen dann die Tore, die gilt es zu durchfahren. Aber wie ihr schon gesehen habt, die Tore, die stehen jetzt nicht nur einfach auf der Ebene, sondern stehen dann im Schräghang, Steilabfahrten, Auffahrten oder Wasserlöcher zum Beispiel. Also ganz schön spannend und tricky. Das auf jeden Fall, gerade wenn es in die extremen Schräglagen dann geht. Ich habe es gerade gesagt, ich werde auch nicht müde, das nochmal zu sagen, 5-facher Europameister. Was würdest du sagen, was ist das Geheimnis deines Erfolgs? Ja, ich kommuniziere das immer offen. Also klar, ich brauche irgendwo das Material und die Technik, wo zuverlässig sein muss. Dann mittlerweile 5-facher Europameister, bedeutet auch, ich fahre schon eine Weile jetzt. Es ist ein Stück weit Erfahrung. Ich und der Beifahrer gehen vor der Sektion die Sektion zu Fuß ab und machen unseren Plan, wie wir die Tore bewältigen wollen. Und mittlerweile ist es so, dass es ganz gut klappt. Also wir nehmen uns was vor, machen die Strategie fest und es funktioniert einfach irgendwo. Ist denn jetzt, muss man sich das jetzt so vorstellen, dass du in einem sehr... Ist das ein Serienfahrzeug mit dem? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Du kannst jetzt nicht mit einem Serienfahrzeug zu so einem Wettbewerb fahren, oder? Also es ist so, dass wir uns mit dem, was wir uns bewegen, in der Serienklasse bewegen. Wir haben insgesamt 4 Klassen in der Meisterschaft, die 2, 3 und die 4-Achser, in der wir uns bewegen. Dann gibt es noch eine Prototypenklasse, die ist, sage ich mal, ausgeklammert, was jetzt unsere Fahrzeuge betrifft. Aber wir fahren mit dem 4-Achser Serienfahrgestell, wenn man so will. Das heißt, die Abmaße, die Achsen, das muss im Prinzip Serie bleiben. Am Motor darf man ein bisschen dran spielen, was wir auch tun. Und jetzt sieht man dich mal auch in Action. Genau, also da haben wir ein paar Szenen. Das war jetzt dieses Jahr im Rahmen der Steinexpo. Das war jetzt so eine Steilabfahrt. Man sieht es, wir fahren jetzt gerade durch den Tor durch. Hier eine Schlammdurchfahrt zum Beispiel. Und aber alles, wie gesagt, nicht sinnlos, sondern wir haben Tore im Gelände, wo es gilt zu durchfahren. Das sieht nach jeder Menge Spaß aus, aber für dich ist es auch einfach wirklich hochkonzentriertes Arbeiten in so einem Moment, oder? Genau, gerade wenn man jetzt extreme Schräglagen hat, bevor das Auto zu kippen gilt oder so, ist man doch schon sehr abgespannt. Einmal auf die Situation und man muss irgendwo seinen Plan auch noch behalten, weil man hat ja nicht nur das Tor, es geht dann auch noch weiter. Du sagtest gerade auch, du sitzt nicht allein im Wagen, du hast einen Co-Piloten dabei. Für was brauchst du den genau? Genau, also unser LKW-Spezial ist ja ein ziemlich großes Fahrzeug. Man hat ja, wenn man kennt, seine Rappenspiegel und seine Weitwinkelspiegel auf der Seite, aber direkt unterhalb von ihm, wenn wir so ein Tor knapp durchfahren, wir haben da wenige Zentimeter Platz. Wir kommunizieren über unsere Headsets dann, wir haben komplette Ruhe im Fahrzeug, unterhalten uns ganz entspannt. Ich schaue auf meine Seite raus, er auf seiner, vorne schaut kaum einer raus und dann wird so ein Tor durchfahren. Du fährst ja in der Königsklasse, in der 4-Achser. Gibt es noch irgendeine Herausforderung, nachdem du 5-maliger Europameister geworden bist? Gibt es noch was, wo du sagst, das will ich noch schaffen? Ja, im Prinzip von den 5 Titeln her und von den 7, was ich habe, habe ich jetzt, was jetzt meine Klasse betrifft, so ziemlich alles erreicht und habe auch die Rekordsiege und Rekordtitel. Und ich spiele jetzt so mit dem Gedanken, ob ich vielleicht mal in eine andere Klasse wechseln soll. Nicht, weil es mir keinen Spaß macht mit dem 4-Achser, sondern einfach eine Herausforderung suche. Und deswegen, ich habe mir mal 2-Achser jetzt zu Hause hingestellt und da geht es jetzt darum zu überlegen, ob man denn übernächste Saison vielleicht mal dann bewegen will. Marcel, egal wie du dich entscheidest für die nächste Herausforderung, für dich und MAN drücken wir ganz fest die Daumen. Viel Erfolg weiterhin. Schön, dass du da bist. Du bleibst auch im Moment, hilfst mir gleich bei einer kleinen Überraschung, die wir für die Messegäste haben. Und ich kann auch schon mal erwähnen, dass der Marcel noch einen Ticken länger bleibt und gerne auch hier ist, um Autogramme zu schreiben. Also wer sich gerne ein Autogramm holen möchte mit Poster von Marcel, darf das gerne gleich tun.
Und ich habe es ja eben schon gesagt, also im Laufe der Woche wird ein Spieler vom HSV kommen, es wird einer vom BVB kommen und natürlich Bastian Schweinsteiger am 1. Oktober. Und da immerhin auch der Partner für die Mannschaftsbusse, für die Vereine ist, haben wir auch ein paar Fußbälle dabei. Marcel, darf ich dich bitten, dass du uns tatkräftig unterstützt? Die Bälle sind für Sie, wir würden die jetzt mal verteilen. Wer möchte gerne einen haben? Ach doch, so wenig. Nutzen Sie diese. Wir sagen erstmal für heute Dankeschön. Einen schönen Abend noch und wir sind natürlich morgen wieder hier.